Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 aus Bettingen vom Hof der Familie Chaos zusammen mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und ein kleiner Nachtrag zur gestrigen Mod-Vorstellung. Gestern Nachmittag um 14 Uhr kam ja eine Mod-Preview von dem Service-Anhänger von GTX. Und wie sieht es meine Tastatur aus? Oh, jetzt wieder an. Dieser Service-Anhänger ist ja oder wird ja demnächst auf dem Mod-Hub erscheinen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Bettingen aufnehmen, ist er noch nicht auf dem Mod-Hub erschienen. Aber meine Tastatur geht aus. Warum geht meine Tastatur aus? Jetzt ist es wieder an. Was ist da los? So, mal im Auge behalten. Aber ein kleiner Nachtrag dazu, nämlich bezüglich der in der Mod-Preview gezeigten Diesel-Tank-Funktion, warum das nicht ging. Ich mache das Ganze mal an. Weil ihr seht ja, es ist 1875 Liter Diesel drin. Ihr müsst hier vorne hingehen. Wenn ihr hier zu dem Fahrzeug geht, ich habe es auch nochmal in die Videobeschreibung von der Mod-Preview geschrieben. Wenn ihr hier hingeht, dann könnt ihr mit R die kleine Dieselpumpe anschalten. Und jetzt könnt ihr, ihr seht das hier, jetzt könnt ihr hier reinfahren mit dem Schlepper. Ich hole mal eben den Schlepper. Jetzt könnt ihr da nämlich einfach reinfahren. Da mein John Deere ja zufällig, nur rein zufällig Diesel braucht. Weiß gar nicht, warum. So, und dann werden wir nämlich mal ganz kurz den Diesel da rausholen. Schatz, bist du schon auf dem Weg zum Händler? Nein, ich habe jetzt die Bahn noch fertig gefahren, dann fahre ich runter. Genau, weil ich habe da nämlich was für dich hingestellt. Okay. So, jetzt können wir hier einfach reinfahren, drücken R und dann tankt er das Ganze auf. So, und wenn er voll ist, in dem Fall, ich fahre mal sicherheitshalber aus Triggern raus, bevor ich was anschalte, können wir dann hier einfach wieder hingehen, schalten das Ganze ab. Er hat hier oben auch eine kleine, ihr habt es ja gesehen, eine kleine Digitalanzeige. Ich mache die nochmal an. Da zeigt er euch an, wie viel Diesel da noch drin ist. Und dann schaltet ihr ihn einfach hier an der Seite ab. Auto aus, Thema durch. So, das nur noch als kleiner Nachtrag. Ich hatte gestern ja gesucht, ich hatte an das Detail, Entschuldigung, des Anmachens der Dieselpumpe nicht gedacht. Bisschen blöd. Deswegen habe ich das auch nachträglich, weil wir haben das nach der Aufnahme gefunden gehabt und habe es dementsprechend in die Videobeschreibung da auch geschrieben gehabt. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, ist sie noch nicht draußen, der Serviceanhänger. Sobald der erscheint, werdet ihr es aber in einer Betting-Folge beziehungsweise natürlich auch in einer Kleinstern-Hof-Folge sehen, hören. Sehen könnt ihr das nicht. Doch sehen könnt ihr den Anhänger jederzeit. Nur halt, wenn er erschienen ist. Haben könnt ihr ihn noch nicht. So rum, das wollte ich sagen. Gottes Willen, was ist denn? Schatz, der Schnee verwirrt mich. Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin entweder einen Tag Schnee gewohnt und zwei Wochen Eis und dann wieder Hitze, aber nicht Schnee. Mhm. Weil vielleicht sollten wir den Leuten mal sagen, seit wann ist es jetzt eigentlich so? Du meinst, dass so viel Schnee liegt? Ja, das ist jetzt konstant, also dass es jetzt immer mal wieder schneit. Oh, seit zwei Tagen vielleicht. Ich meine, vorher lag auch Schnee. Aber das blieb halt nicht wirklich liegen. Und das war dann auch sehr schwer, sehr matschig. Im Moment schneit es schön durch. Also es bleibt echt liegen. Die ja, ganze Zeit immer wieder. Und auch vor allen Dingen auch richtig gut, ne? Also die Masse. Also wir haben ja hier Glück, ne? Wenn man so mal andere Orte hört, ne? Oder andere Landstriche hier in Süddeutschland. Also wir haben ja schon teilweise wirklich Schneechaos. Ne? Und Ausnahmezustände, gerade auf Autobahnen, auf der A7 runterwärts. Ging es ziemlich schlimm zu, ja. Richtig. Gebietsweise ist es schon recht heftig, was da kommt an Schnee. Und da haben wir hier echt Glück. Also bei uns ist es tatsächlich am Schneien. Klar, natürlich sind die Straßen zugeschneit und natürlich macht man sich dann auch Gedanken, muss man heute fahren, muss man nicht fahren. Natürlich. Aber ich sag mal, ich bin das auch relativ gewohnt. Ich fahre bei Schnee gerne. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare hauen, wie ihr das bei Schnee handhabt. Seht ihr zu, dass ihr alles zu Hause habt, dass ihr so wenig wie möglich raus müsst oder sagt ihr, mir ist das egal oder ich muss eh berufsbedingt fahren. Vielleicht ist der eine oder andere von euch ja selber Fahrer bei einem Räumdienst. Da haben wir ja hier auch Lohner, die das machen. Ans andere Ende möchtest du? Okay. Jetzt musst du es mir mal kurz erklären. Kommt da hinten noch was ran? Also du kannst einen Anhänger mitnehmen.
Na, das war doch da, so. Den hängst du doch da an und dann füllst du da oben rein, nehme ich mal an. Genau, das kannst du. Oder wir machen das so wie in unserem Fall, du klappst den einfach auf und ich fahre neben dir. Das geht auch. So. Okay. Weil ich wollte ja, dass du das halt auch machst. Ja, dass du das mal siehst, deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form angefangen. Ich habe das noch nie gesehen, das Gerät. Jetzt muss ich echt mal schauen, wie das funktioniert. Mir aber lass mich mal selber gucken. Ja, mir fällt gerade auf, wir haben ja auch noch einen anderen Anhänger, ne? Ich hätte da ja noch dir den anderen auch mitbringen können. Der Baum im Weg, Warte mal. Mhm. Klapp den erstmal auf, weil der geht rechts neben dir. Rechts neben mir? Mhm. Siehst du, der ist dann rechts neben dir. Das heißt, fahr am besten auf die andere Seite vom Feld. Also jetzt quasi einmal geradeaus, ans andere Ende. Ja, ja. Dann kannst du da gleich die erste Bahn anfangen. Ach, so funktioniert das. Ja, genau. Das gibt's ja auch noch mal als Selbstfahrer. What? Der war jetzt ein bisschen teurer, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dreht er das Rohr automatisch? Warte mal ganz kurz, bevor du anfängst. Nee, pass auf, ich gebe dir mal den Anhänger. Doch. Ja, das war ich. Achso. Ah ja, jetzt passt es aber auf. Jetzt müsstest du eigentlich... Fahr mal. Ach, der sägt oben und nimmt es unten. Warte, ich muss erstmal... Halt. Also nicht geplant, Moment. Du hast halt eine Bahn, die er da macht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Warte. Nicht so schnell. So. Baum. Das ist ein Baum. Stopp. Aber der dreht sich und hört dann auf. Ja, halt mal an. Ich muss dich vorbeilassen, das kommt schon nicht vorbei. Da vorne ist noch ein Baum. Ja, dann säbel mal eben die erste Bahn ab, bitte. Hört der auf, oder? Ich sehe es gerade. Oder spuckt hier alles drin? Nee, der macht gar nichts gerade, weil kein Anhänger drunter steht. Ah ja, gut. Ich hätte dir jetzt auch, hätte dir den Anhänger hinter mir. Oh mein Gott. Okay. Warte mal ganz kurz. Wir machen mal kurz Folgendes. Oh mein Gott. So, fahr mal hier vor den Anhänger. Schnapp dir mal den Anhänger. Mit dem Ding? Ne? Mit dem Ding, ja. Oh Gott. Ja, das schaffst du, Schatz. Das müsste eigentlich passen. Der ist total... Warte mal, dann klappe ich den mal wieder ein. Mhm. Dann hast du ein bisschen näher dran, ja, das stimmt. Kann ich da besser manövrieren. Weil dann fahre ich nämlich gleich zum Hof und hol dir noch den zweiten Anhänger, dann können wir ja tauschen. Wir haben ja noch einen kleineren. Ja. Ups. Passt. Schließ jetzt zwar die Schläuche nicht an, jetzt kannst du ihn wieder aufklappen. Ja, ich will erstmal mich wieder anständig hinstellen. Genau, und da müsste ja normalerweise das Rohr bleibt dann eigentlich drüber. Aber der ist ja jetzt, müsste ich wieder von oben anfangen, theoretisch. Nee, fahr doch einfach auf die andere Seite vom Feld. Oder so, weil ich muss ja immer die Richtungen wechseln, ne? Weil sonst fahre ich ja mit dem Trecker im Feld drin. Genau, wir können leider hier ja keine in der Mitte durchfahren durchs Feld, weil wir ja den nur mal an der Seite haben, da würden wir uns ja die Hälfte platt fahren. Ja. Dementsprechend musst du vom Feld einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Wir könnten beim nächsten Mal, wenn wir nochmal Zuckerrohr ansehen sollten, dann können wir in der Mitte vom Feld auch einfach eine Bahn freilassen. Also ein oder zwei Bahnen freilassen, sodass man dann mit dem Schlepper dann in der Mitte durchfahren kann. Und dann kannst du von da links, rechts, dann hast du nicht so einen weiten Weg, sag ich mal. Jetzt habe ich den Baum hier. Ja, aber jetzt hast du ja den Anhänger hinter dir. Jetzt bin ich ja nicht neben dir. Upsala. Hupsala klingt immer nicht gut. Was ist Hupsala? Ja, der Baum ist hier so ein bisschen päp. Da muss ich arg eng dran vorbei. Ja, der Anhänger steht ein bisschen weit raus, ne? Also irgendwas hat jetzt nicht funktioniert. Hast du das Rohr ausgeklappt? Ausgefangen? Doch, da hinten. Ja. Warte. Ja, alles gut, du. Wir haben genug Zuckerrohr da. Also... Ja, ich mach das zum ersten Mal. Deswegen, sag ich doch. Lass dir Zeit, Schatz. Nimm dir Zeit, mach das in Ruhe. Ist kein Meister vom Himmel gefallen, oder? Und ich hab dich jetzt ja auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich hätte auch sagen können, wir können das vorher mal ausprobieren.
Nö, ich finde es gut, ich finde es toll, mal einfach zu testen, selber rauszufinden, ich finde das gar nicht schlecht. Aber es funktioniert dann halt manchmal einfach nicht. Das ist es so. So. Nochmal. Also ich, sagen wir es mal so, in der Realität hätte ich dir eine Einweisung gegeben. Wegen dem Verlust, ne? Der gute Zuckerrohr. So. Und wie läuft's? Irgendwas stimmt jetzt nicht. Hast du ihn ausgeklappt? Ja. Hast du ihn angeschaltet? Ja, aber er nimmt's nicht. Irgendwas passt nicht. Warte mal. Mach nochmal das Rohr, also drück nochmal U. Herzlich. Ah. Der ist nicht runter. Ah. Ich habe gerade nochmal die Geräte gewechselt, jetzt geht er runter. Das hat er vorher nicht gemacht. Gut, jetzt halt so. Die stehen hier unheimlich eng, die Bäume. Ja. Das ist echt ein bisschen problematisch. Aber du machst das sehr gut. Ja, danke schön. Bitte schön. Und das vom Chef persönlich. Ah ja. Du weißt doch, Zuckerrohr und Peitsche. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, dass meine Tastatur zwischendrin ausgeht. Dann Wackler irgendwo drin. Ja, ich weiß. Also unten im USB-Verteiler, da geht dann das Lämple aus. Ich weiß nicht, was er da gerade hat. Einfach bloß ein Wackler drin oder so. Ja, das habe ich letztens habe ich schon mal gedacht, dass das USB-Hub einen gekriegt hat, irgendwie. Aber von was? Vielleicht eine scheiß Qualität. Ach so? Man weiß es ja nicht, ne? Es ist ja alles im Bereich des Möglichen, ne? So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, ich wollte in der Zeit, wo du da fährst, weil da kann ich ja eh nicht viel machen, aber da kommt eigentlich guter Ertrag runter, ne? Also ich habe jetzt erstmal die dritte Bahn, ich kann es noch gar nicht sagen. Aber der Anhänger, da müsste doch schon jetzt bei der dritten Bahn... Ja, du. 4.000, 5.000 ist doch bestimmt schon drin, oder? 4,5 sogar, ja. Gut geschätzt. Dankeschön. So ein bisschen kenne ich meinen Pappenheimer, ja? Wie viel bringt denn das, wenn du es verkaufst? Oh, das habe ich noch gar nicht nach. Gute Frage. Ich schaue sofort nach. Ich parke nur mal ganz kurz unseren Service-Anhänger. Damit er mir hier nicht weiter im Weg steht. So, und mal unser pinkes Reisemobil parke ich auch mal weg. Nachdem ich es gegen die Tankstelle gefahren habe. Wenn du gleich so eine Explosion hörst und so eine Wolke vom Hof, ne? Alles gut, nichts passiert. Okay, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Dann brauchst du dir gar keine Sorgen mehr machen. Dann hat sich das Thema nämlich erledigt. Oh. Nein. Dann gibt es keinen Hof mehr. So, Zuckerrohr. Ich guck mal. Das hier ist doch Zuckerrohr, oder? Ja. 382 Euro beim Wildpark pro 1000 Liter. Okay. Das geht. Gut. Ist das der beste Verkaufspreis? Ja. Oder aktuell der höchste. Okay. Du bist jetzt... Ach, du warst schon hier einmal rum wieder. Ach, krass. Du bist fix unterwegs. Das geht schnell mit dem, ne? Relativ, ist ein bisschen blöd. Also wenn ich außen ein paar Bahnen abgefahren habe, kann ich im Kreis fahren. Im Moment komme ich an diesem blöden Baum hier noch nicht vorbei. Dann setze ich da hinten nochmal an, ansonsten fahre ich einfach im Kreis. Ja, da wollte ich gerade sagen. Jetzt erstmal würde ich, so lange bis du vernünftig außen rumkommst, würde ich so fahren und dann würde ich unten immer nochmal quer fahren, oben und unten, ne? Das hast du dann vor, sodass du dann im Kreis fahren kannst, ne? Genau. Ja, sind da bloß links und rechts die Bäume. Wenn ich da Platz habe, dann... Ist es einfacher, dann geht's schneller. Das stimmt. So, sowas habe ich mal echt gesehen. Wo bitteschön baut man das an? Meistens in Südamerika, Zuckerrohr. Da, wo der Rum herkommt. Ah. Ich habe dir mal den anderen Anhänger ans Feld gestellt und fahr mal bitte auf die 23 zum Weitergrubbern. Ich hoffe mal, dass doch der 6R schafft das ja auch. Können wir uns ein bisschen aufteilen, ne? Du sagst mir Bescheid, wenn der Anhänger voll ist, dann komme ich wieder zurück.
Ja, ich stelle dir einfach hin und nehme den anderen. Genau, im Moment haben wir ja unseren nächsten Schlepper ja noch nicht. Ja. So. So, ne? Stopp. Der will immer weiterrollen. Ups. Sweetie. Ja? Tust du mir einen Gefallen? Bitte kein Ups. Ich bin mir nicht. Das ist so wie... Hups. Oh. Das ist jetzt aber blöd. Und dann die Frage, warum, was denn? Nix. Schon gut. Ja, das ist das gleiche wie bei dir. Oh, oh. Und dann kommt nichts mehr. Denkt man sich, okay, ich warte mal kurz. Irgendeine Erklärung wird sicherlich hinterher kommen. Schweigen. Was denn? Schweigen. Was denn? Immer noch schweigen. Und dann weißt du, jetzt ist was ganz Dramatisches passiert. Ja. Oh nein. Kommt dann immer. Die Erklärung immer erst hinterher. Ja, du meinst so wie... Das sind Atlas. Ja, erwähnen es nicht. Die Leute, die Atlas geschaut haben, wissen, was gestern passiert ist. Ihr müsst die gestrige Folge schauen. Dann wisst ihr es auch. Hier gibt es keine Details. Aber... Wir wollen nicht drüber reden. Nein, wir wollen nicht drüber reden. Hm. Wie gesagt, wenn ihr es wissen wollt, schaut euch die Atlas-Folge an. Kann ich immer nur euch ans Herz legen. Wärmstens zu empfohlen. Wie dramatisch das ist. Oh ja. Aber aus Fehlern lernt man bekanntlich. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich glaube, das Nachfolger wird besser. Ja. Wird immer besser. Rein von einer, ich glaube, rein auch optisch gesehen. Glaube ich. Also von der Aufteilung her meine ich jetzt, ne? Ich habe da eine neue Vorstellung im Kopf. Oh Gott, okay. Ja, ich bin ja der Innenarchitekt, was das angeht. Dein Lieblingssatz. Ich baue dann mal. Ich baue schon mal. Ja. Lola, darf ich die Innenausstattung machen? Nein. Bitte. Okay, mach 3,5 Stunden später. Bist du fertig? Nee, ich muss da noch mal eben. Genau. Der Satz mal eben ist der schönste Satz in allen Spielen. Ist auch wie in Minecraft. Ich muss nur mal eben rein und mal eben das Dach machen. Ich guck nur mal kurz. Ja, genau. Ich meine, das sagst du mal bei Atlas. Ja, bei mir ist es dann auch kurz. Nach 6 oder nach 8 Stunden? Was ist bei dir noch kurz? Das ist kurz. Ja, aber was ist davon kurz? 6 oder 8 Stunden? 6 Stunden? Wollte ich auch sagen, weil 8 ist dann schon so, ich guck mal eben. 8 ist mal eben, 6 ist kurz. Mhm. Und wenn du sagst, du hast Zeit dafür, dann rechne ich die nächsten 24 Stunden nicht mehr mit dir. Ich habe Zeit, Atlas zu spielen. Oh, ja, aber man kann wirklich auch in manchen Spielen wahnsinnig Zeit verbringen. Ja. Und bei manchen vergeht die Zeit vor allen Dingen auch so schnell. Ja, das stimmt allerdings. Man kann den ganzen Tag drin vergessen in so einem Spiel. Ja, wenn man jetzt nicht so wie wir, wenn man natürlich Kinder hat oder sowas, dann nicht. Aber wenn man jetzt wirklich komplett in Ruhe gelassen wird... Ja, das stelle ich mir fatal vor. Wenn nichts da ist, was einen stört, was einen hin und wieder mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt zurückholt. Genau. Ich glaube, du versinkst da drin. Das kannst du. Locker. Auch tagelang, wenn du wirklich die Zeit hast. Ne? Also wenn du jetzt nicht... Wenn du die Zeit hast und dich für etwas begeisterst, also unabhängig vom PC. Ich meine, selbst wenn du eine Modellanlage oder sowas hast und da am Bauen bist, du kannst dich in sowas tagelang verlieren. Wenn du die Ruhe und die Zeit hast. Das ist einfach so. So. Aber in diesem Sinne, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge auch schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.